Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Freunde, es ist wieder soweit. Es ist wieder Adventskalender-Bastelzeit. Ich freue mich schon so megamäßig drauf. Ich habe das Gefühl, das ist schon so ein bisschen unsere Weihnachtstradition, dass wir jedes Jahr zusammen einen Adventskalender basteln. Es ist jetzt schon das dritte Jahr in Folge, glaube ich. Ja, ich glaube, wow. Also das dritte Jahr in Folge, wo wir etwas basteln. Und wenn du mich schon länger guckst, dann weißt du, dass ich bin ein totaler Adventskalender-Freak. Ich habe jedes Jahr mehrere, ich verschenke sie, ich kaufe welche, ich bastel welche. Ich finde beides super gut, aber natürlich selbst gebastelt ist immer cool. Und die letzten Jahre haben wir ja immer welche aus Papier eher gebastelt, die eher so Einweg waren. Aber ich wollte unbedingt mal eine Idee mit euch teilen für einen Adventskalender, den man mehrere Jahre verwenden kann. Nicht nur aus dem Umweltaspekt, sondern weil ich finde es auch irgendwie so Stoff-Adventskalender irgendwie auch total schön. Und man muss halt nicht jedes Jahr was Neues basteln, man kann das immer wieder auffüllen. Aber für viele ist natürlich die Hürde, dass sie entweder keine Nähmaschine haben oder nicht gerne nähen wollen, nicht nähen können, was auch immer. Das ist natürlich schon irgendwie so ein bisschen eine Hürde. Das ist jetzt nicht jedermanns Sache. Deshalb habe ich heute einen Upcycling-Kalender, also dafür brauchst du gar nicht so viel. Die meisten Sachen hast du wahrscheinlich sowieso zu Hause und er sieht super schön aus und man kann ihn sehr easy nachmachen und du brauchst halt eben keine Nähmaschine oder irgendwelches großartiges, tolles Equipment oder irgendwelche tollen Fähigkeiten. Genau, wir machen uns so kleine Stoffbeutelchen und die befüllen wir. Wenn du Ideen zum Befüllen brauchst, kannst du gerne auch mal meine anderen Adventskalender-Videos angucken. Vielleicht wirst du da fündig, da habe ich ganz viele Ideen geteilt. Auch einen speziell für Männer, einen für Pärchen, einen mit Gutscheinen. Also da gibt es verschiedenste Arten. Und ich werde natürlich heute auch in den Videos ein paar Sachen, hier liegt schon ein bisschen was, werde ich natürlich da auch ein paar Sachen mit dir teilen. Genau, so ein paar kleine Ideen, was man da so reinpacken kann. Kommt natürlich immer darauf an, für wen der ist. Das ist ja das Schöne an den selbstgebastelten Adventskalendern. Da kann man, ja, das so auch abstimmen auf denjenigen. Wenn jetzt einer irgendwie, weiß ich nicht, nur weiße Schokolade mag und nichts anderes, dann kann man da 24 weiße Schokoladentafeln reinmachen. Zum Beispiel. Oder was auch immer eben jemand mag. Ja, wir legen los und ich zeig dir gerade mal, was du dafür brauchst. Ich habe mir hier einen schönen Tee gemacht, weil das ist natürlich auch Pflicht. Jetzt wollte ich hier so einen schönen Schluck nehmen. So, ach, gemütlich, los geht's. Aber es ist so heiß. Das war jetzt nicht so gemütlich. Ich lasse ihn noch ein bisschen abkühlen. So, du brauchst Stoffreste. Nicht erschrecken, was ich jetzt hier gleich alles auffahre. Ich habe sehr viele davon. Leute, Leute, Leute. Stoffreste ohne Ende. Pass mal auf, guck dir das mal an. Also ich habe super viele Stoffreste, muss ich kurz erklären, weil ich vor, das ist schon einige Jahre her, sehr gerne und sehr viel genäht habe, auch so mit der Nähmaschine und so. Und auch meine ganzen Kissen und alles hier so in der Wohnung habe ich alles selber genäht. Und Vorhänge und den ganzen Kram mache ich schon länger nicht mehr, weil ich ja die Zeit nicht habe, beziehungsweise mir die Zeit nicht nehme, weil ich nicht mehr so viel Lust drauf habe. Aber deshalb habe ich noch sehr viele Stoffreste. Da kann man letztendlich alles nehmen. Also du siehst, ich finde es halt besonders schön, wenn das so bunt gemischt ist. Ich habe zum Beispiel, kann man so einen Metallic-Stoff könnte man sich nehmen. Dann haben wir hier so ganz süße, hier so mit so Pünktchen. Auch den finde ich auch mega süß, der ist vielleicht auch cool. Sowas, vielleicht eher für Kinder auch, richtig süß. Du kannst auch Wachstuch nehmen. Ich habe hier so einen Wachstuchstoff, wäre auch eine coole Sache. Oder hier mit so kleinen Streublümchen. Du kannst natürlich auch, wenn du jetzt sagst, du machst den für deinen Freund und deinen Mann und der mag jetzt nicht so gern die rosa Elefanten, dann könntest du auch solche Stoffe nehmen, also verschiedene so Grau-Schwarz-Abstufungen. Oder jetzt ist ja jetzt auch, glaube ich, ganz modern, ne? Weil es für die viele haben das auch in den Kinderzimmern so grau und schwarz. Könnte man das dann da auch so farblich anpassen. Wo kriegst du jetzt die Stoffreste her? Man kann so Stoffpakete kaufen. Also zum Beispiel bei Etsy verkaufen da Leute, die, ja, die viel nähen, die haben immer so Reste übrig. Die verkaufen da so Pakete. Du kannst auch einfach hier in den Stoffladen natürlich gehen und dir da was holen und was zuschneiden lassen. So Stoffe, so normale Baumwollstoffe sind nicht so teuer, wie man denkt. Und wenn du dann dir überlegst, dass du das ja auch jedes Jahr wieder benutzen kannst, finde ich, ist das ganz okay. Oder was du auch machen kannst, das habe ich hier irgendwo, warte mal, lass mich mal gucken, das ist da drin. Vielleicht hast du ja auch noch eine alte Bettwäsche oder irgendwelche alten Klamotten oder Taschen oder so. Ich habe zum Beispiel hier, das finde ich auch mega cool, das war mal so ein altes Kleid, das habe ich aufgehoben, das ist so ein Batikstoff. Und das kann man natürlich einfach auch nehmen und aufschneiden
Und dann hat man das nahe noch wunderbar. Dann hast du so ein richtiges schönes Upcycling-Projekt. Und das fände ich irgendwie auch ziemlich cool. So ein bisschen so Boho-Style, vielleicht mit so einer, ja, mit so einer groben Kordel das da irgendwie drum machen. Dann kann man das ganz schön dekorieren und kann ja, je nachdem, wie auch der Einrichtungsstil ist, vielleicht von demjenigen, dem du den Adventskalender schenkst, kann man das auch schön auf die Wohnung abstimmen. Und man kann eben super, ja, alte Geschirrtücher, Bettwäsche, was auch immer du hast, Kissenbezüge kannst du wunderbar dafür benutzen. Suchen wir jetzt einfach mal ein paar Stoffe raus und dann gucken wir mal. Und wir brauchen nichts nähen, das ist das Gute. Du brauchst keine Angst haben, dass der Stoff, wenn du den einfach abschneidest, klar franzt jetzt so ein Stoff so ein bisschen aus, aber das wird ja nicht großartig beansprucht. Ne? Wenn man das jetzt irgendwie großartig benutzen würde, dann wäre es schon gut, wenn man das ein bisschen versäumt. Aber du hast es ja, du stellst es nur hin, guckst es an. Deshalb brauchen wir das da nicht. Jetzt ist halt auch das Praktische da dran. Je nachdem, wie groß die Sachen sind, die du da reinpacken möchtest, kannst du das dann anpassen. Also du kannst natürlich hier, ich zeig dir ein bisschen, was ich hier habe. Ich habe hier zum Beispiel von Koro, ist es so ein Räuchertofu, der muss nicht gekühlt werden. Das finde ich auch mega gut. Könnte man den zum Beispiel nehmen. Jetzt gucke ich, gerade mal gucken, ob du alles siehst, was ich hier mache. Ja. Jetzt gucke ich, wie rum ich den hier reinmachen will in mein Säckchen. Vielleicht so. Ja, und dann schneide ich mir einfach die Ecke so groß, wie ich sie halt haben will. Du könntest zum Beispiel ja auch einen Teller nehmen und könntest das rund, also einmal rund malen und dann einfach ausschneiden. Dann hast du das so ein rundes Ding, aber wir machen jetzt die einfachste Variante überhaupt. Ich habe hier eine Stoffschere, das ist ganz gut, da schneidet sich der Stoff ein bisschen besser. Mein Gott, wenn du sonst nichts mit Nähen und so am Hut hast, nimmst du eine ganz normale Haushaltsschere, es funktioniert natürlich auch. Und entweder du schneidest den Stoff oder du reißt ihn. Das funktioniert auch immer ganz gut, wenn du ihn reißt. Finde ich ganz gut, weil dann, siehst du das, dann rollt sich das hier oben so ein bisschen ein und dann hast du eine schöne Kante. Also einfach einschneiden und dann entlang von dem Fadenverlauf einfach reißen. Das funktioniert immer ganz gut. Ja, dann brauchen wir ja noch, was wir zumachen können. Genau, das habe ich dir noch nicht gezeigt. Da habe ich hier auch ein ganzes Sammelsurium. Das sind so Schleifenbänder. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Es gibt verschiedene, so ganz süße gibt es auch. Da kannst du auch zum Beispiel bei Etsy bestellen oder bei eBay oder natürlich bekommst du auch in einem Stoffladen oder auch auf dem Flohmarkt kann man auch immer ganz gut, es gibt sogar so Stoffflohmärkte, da kann man ganz gut auch so Stoffreste bekommen oder einfach gucken, was du zu Hause hast, weil hier sowas, ne, wenn man irgendwie Geschenke von letztem Jahr, die Geschenke, die man bekommen hat, ich hebe mir sowas halt immer auf, wenn ich irgendwo mal so hier so Schleifenbänder um Geschenke habe, hebe ich mir auf, kann ich noch zum Basteln benutzen. Super gut. Ja, und dann gucken wir einfach mal, was wäre jetzt hier eine Farbe, die da gut passt. Fände ich jetzt Orange eigentlich ganz schön dazu. Bevor wir einpacken, noch ganz kurz zu unseren Zahlen. Gibt es zwei Möglichkeiten, wie du das machen kannst, oder beziehungsweise es gibt mehr, aber ich finde es auch manchmal ganz schön, das komplett ohne Zahlen zu machen, dass sich derjenige einfach dann aussucht, was er wann öffnen möchte. Aber wenn du sagst, du willst Zahlen machen, dann kannst du entweder natürlich auch mit Stoff, du könntest auch einen weißen Stoff nehmen oder zum Beispiel auch irgendeinen festeren Stoff, einen Filz oder so. Ich habe jetzt hier einfach so ein weißes Papier und da werde ich mir jetzt einfach so Kreise ausschneiden. Und ich finde das schön, wenn das nicht so perfekt ist, wenn man schon sieht, dass das irgendwie handgemacht ist, weil ich meine, perfekt, dann kannst du ja auch eine kaufen, ne? Und dann male ich mir das gar nicht vor, sondern ich schneide mir hier einfach nur so ein paar Kreise. Zack, einfach so. Und damit wir das dann da noch festmachen können, nehme ich mir hier einfach meinen Locher. Das ist schon, das hat sich schon hier ins Bild gemogelt und mache hier einfach, zack, das einmal durch. Und dann können wir das da dranhängen. Dann schreibe ich jetzt da einfach meine Zahl mit drauf. Machen wir den Tofu gleich in die 1. Ja klar, wir gönnen gleich richtig. Ab dem ersten Tag. Zack, ich habe einfach hier so einen, ne, ganz normalen Edding. Kannst du auch so einen schönen, vielleicht wenn du das irgendwie für deine Kinder machst oder so, kannst du vielleicht so einen schönen Glitzerstift oder so nehmen. Ist ja auch ganz cool. Ja, dann nehme ich hier mein Schleifenband. Siehst du, kommt das auch mal zum Einsatz. Und dann, ach, das ist sogar schon zugeschnitten. Wie praktisch ist das denn? Ja, dann haue ich mir hier meinen Tofu rein und guck mal, wie das am besten so sich verpacken lässt. Ja, genau so. Oder ich mache ihn lieber hochkant. Ja, da muss man halt ein bisschen rumprobieren, je nachdem, was man da einpacken will, wie das am schönsten dann aussieht. Letztendlich verpackt, ich glaube, hochkant verpackt, finde ich, ist es ein bisschen schöner. So. So
so die groben Fäden, die jetzt hier noch hängen, die kannst du ja abschneiden. Aber wie gesagt, ich finde das gar nicht schlimm, wenn da ein bisschen was noch rausguckt oben oder hin. Schau, so sieht es aus. Dann drehst du dir das einfach so hin, wie es dir gefällt, und legst hier oben deine Schlaufe rum und machst das einfach dann schon mal einmal schon mal zu. Ich zeig's dir gleich nur, ich muss das ablegen, sonst klappt es nicht. Und dann mache ich meine Zahl hier dran, zack, an mein Säckchen. Und dann ist es auch schon fertig. Kannst du jetzt dann hier nochmal zusammenknoten, einmal zu. Und dann lassen wir es so oder machen eine Schleife, je nachdem, wie es uns gefällt. Und da ist unser erstes Säckchen schon fertig. Guck doch mal, wie süß es aussieht. Ich flippe aus mit diesem kleinen Apfelstoff. Ist doch mega süß, oder? Und ja, so machen wir jetzt eben weiter. Dann suchen wir uns unseren nächsten. Ich nehme die kleinen Elefanten, die finde ich auch so süß. Oh mein Gott. Diese ganzen Stoffe, ey, Wahnsinn. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich das alles noch habe. So cool. Wowie. Als nächstes darf es doch auch vielleicht mal was Süßes sein. Ich habe auch hier so ein paar Süßigkeiten. Was nehmen wir denn da? Ach, guck mal, ich habe hier so ein paar... Diese kann man ja auch mal ein kleines Päckchen machen. Ich habe hier so Bonbons, das sind diese Milchmäuse. Weil ich finde, das muss ja auch nicht jeden Tag jetzt so ein Riesenpäckchen sein. Das soll ja schon auch unterschiedlich sein. Dann nehme ich jetzt mal hier so das lilane Schleifenband und dann machen wir da so ein ganz süßes kleines Säckchen. So, und auch die Nummer 2 wird natürlich wieder gelocht. Wusste man Edding. Guck mal, wann habe ich angefangen? Vor 2 Minuten habe ich angefangen zu basteln und es ist schon ein riesiges Chaos, was ich hier veranstaltet habe. Aber so ist es, Freunde, so ist es. So, zack, zack. Da haben wir unsere Nummer 2. Und ich bin echt nicht das große Bastelgenie oder dass ich jetzt irgendwie so schön großartig malen könnte oder so. Und das finde ich ist wirklich was, das kriegt jeder hin. Und du kannst es dann einfach nächstes Jahr, das ist ja das Coole, du kannst ja sogar die Zahlen aufheben. Aber was du halt eben machen kannst, du kannst das ja jedes Jahr neu anordnen. Also wenn du hast natürlich unterschiedliche Größen jetzt, klar, du hast unterschiedlich große Stoffstücke, da kannst du jetzt nicht alles reinpacken. Schau, Nummer 2, fertig, mega süß. Also siehst du hier, hast du so große, kleine, kannst natürlich auch alle gleich groß machen, je nachdem. Aber du könntest das jetzt natürlich tauschen, wenn du nächstes Jahr sagst, ich möchte aber auf die 2 was Großes einpacken, kannst du das ja auch dann wieder komplett bunt zusammenmischen. Ne? Du gibst dann einfach, wenn du es aufhebst, machst du dir die Schleifenbänder einzeln und das würde ja auch da passen. Dann kannst du da das Orange dran machen und das ist jedes Jahr wieder komplett anders und komplett neu. Du kannst die Zahlen wieder verwenden, den Stoff, die Schleifenbänder. Also finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja, ich werde mir jetzt noch mal so ein bisschen was zurechtschneiden und dann zeige ich dir noch so ein bisschen was ich da so reinpacke. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, dunkel wird es früh, ne? Ich habe meine Lampe mal ein bisschen näher geholt. Der Tee ist jetzt auch abgekühlt mittlerweile. Guck mal, ich habe mir hier so ein paar Stoffreste jetzt vorbereitet. Und ja, ich finde das jetzt ganz süß, wenn die alle unterschiedlich sind. Muss man natürlich nicht machen, ne? Du kannst es natürlich auch alle so in der gleichen Farbe machen. Was nehmen wir denn als nächstes für ein Band? Was haben wir denn? Oh, hier haben wir auch noch sowas. Finde ich auch ganz süß. Nehme ich mir davon mal ein kleines Stückchen. Das finde ich jetzt irgendwie besonders cool. Ja, weil es halt einfach so alle ganz unterschiedlich sind. So, jetzt gucken wir mal. Was haben wir denn hier noch? Oh ja, ich habe hier so, guck mal, das sind diese Kaugummis, die gibt es immer beim türkischen Supermarkt bei uns an der Kasse, sind diese Wassermelonen-Kaugummis. Mag ich ja sehr, sehr gerne. Und die kann man natürlich hier auch da sehr gut reintun. Ich finde das ganz gut bei einem Adventskalender, wenn da nicht so super viel drin ist jeden Tag. Weil ich meine, du kannst jetzt nicht jeden Tag da eine Tafel Schokolade aufessen. Und der Sinn ist ja schon, dass man es direkt isst, oder? Also, dass man es am gleichen Tag noch isst. Das ist ja irgendwie das Schöne, finde ich, bei so einem Adventskalender. Genau, dann machen wir jetzt hier wieder unser Schleifchen drum und ich habe mir hier so ein paar Zahlen vorbereitet. Mache ich noch mit meinem Locher. Zack, das Loch rein. Guck mal, da haben wir auch eine richtig süße Farbkombi. Das wäre jetzt so hier so gelb und weiß gepunktet mit so einer rosanen Schleife. Finde ich auch super duper süß. Dann habe ich hier so einen bisschen weihnachtlichen Stoff. Was haben wir denn da noch im Angebot? Oh ja, so ein Lolli zum Beispiel. Chupa Chups.
So, dann haben wir hier eins mit Sternchen und Lila, auch mega süß. Dann wollte ich jetzt mal einen noch so ein großes, ah ja genau, hier habe ich noch so ein großes. Und zwar habe ich nämlich zum Beispiel, dachte ich mir, auch so Gewürze wäre eigentlich auch cool da reinzumachen. Ich habe hier ein Ras El Hanout Gewürz, das mag ich auch total gerne, das gibt es im türkischen Supermarkt. Wenn du jetzt nicht Unsummen für Gewürze ausgeben willst, ne, weil ich meine, das ist ja schon so ein Adventskalender, das kann ja auch teuer werden, je nachdem, was man da reingibt. Und da bekommt man die ganz günstig. Tada! Dann habe ich hier noch so ein anderes, das ist so ein Salz, ein Gewürzsalz, kann man entweder selber machen oder das hier, ich glaube, das gab es mal beim Aldi. Ich habe auch hier noch so ein Salz, das habe ich aus Gozo mitgebracht, aus Malta. Finde ich auch schön, wenn du irgendwie zum Beispiel auf dem Urlaub übers Jahr hinweg vielleicht Sachen mitbringst, dann kann man da entweder selber ein Kräutersalz draus machen oder man kann das so, wie es ist, komplett einpacken. Also so Gewürze finde ich auch immer schön. Ich hatte auch in den letzten Jahren, hatte ich auch in meinem Männer-Adventskalender, glaube ich, mal gezeigt, da hatte ich so Soßen. Fand ich auch ganz gut. Also mein Freund, der mag gern so Barbecue-Soßen und sowas. Dann habe ich dem das da reingetan. Das ist natürlich auch, finde ich, immer eine gute Sache, was man da gerne reingeben kann. Man kann natürlich auch viel Selbstgemachtes reingeben, ne? So zum Beispiel selbstgemachte Pralinen. Muss natürlich nur irgendwas sein, was jetzt nicht gekühlt werden sollte. Also, irgendwas Frisches, eine Mandarine oder so, will ich jetzt nicht unbedingt da bis zum 24. drin lassen. Das könnte vielleicht auch ein böses Erwachen geben. Stell dir mal vor, ey. 24. Frohe Weihnachten, ist da so eine gammelige Banane drin? Ja, nee, das geht natürlich nicht, ist klar, aber irgendwas, was länger hält, so wie der Räuchertofu oder vielleicht auch einen Brotaufstrich. Genau, das würde alles gehen und dann kannst du natürlich auch welche machen, die eigentlich ein bisschen groß sind. Das sieht ja auch ganz schön aus, wenn das hier oben so ein bisschen, ne? Ich finde das irgendwie cool, wenn diese Säckchen, wenn die alle so von der Größe her so unterschiedlich sind. Ja, und dann habe ich hier noch so verschiedene Süßigkeiten, so ein Corny, so ein zuckerfreies habe ich zum Beispiel. Das ist halt das Coole, wenn du das selber machst, dann kannst du eben auch darauf eingehen, ob jetzt vielleicht jemand irgendwelche Unverträglichkeiten hat oder vielleicht auch irgendwas nicht so gerne mag. Das ist ja dann bei den Gekauften immer ein bisschen schwierig. Kann man das natürlich da alles selber machen. Also sehr, sehr cool auf jeden Fall. So, ich habe hier meine Säckchen. Ich habe noch nicht alle fertig gepackt, aber ich wollte dir das ja nur mal zeigen, so ungefähr, wie das denn sein könnte. Da kann man natürlich auch noch viele andere Sachen. Ich habe jetzt nur erstmal schon hier so ein paar Süßigkeiten und was ich dir eben so gezeigt habe. Ja, wie gesagt, man kann da sehr viele Sachen reintun. Guck gerne mal in meinen anderen Videos. Da habe ich ganz viele Tipps für dich. Was auch eine schöne Idee wäre, ist mir eben gerade eingefallen. Vielleicht kennst du noch nicht mein Kochbuch. Ich habe ein veganes E-Book letztes Jahr rausgebracht und das findest du unten in der Infobox. Und das kannst du natürlich dann einfach für jemanden kaufen und dann kannst du demjenigen den Download-Link einfach weiterschicken. Dann kann derjenige sich das runterladen. Das würde natürlich auch gehen und dann musst du dir natürlich notieren, an welchem Tag du das dann verschenken möchtest. Du machst einen kleinen Zettel rein, einen kleinen Gutschein rein und an dem Tag bekommt derjenige dann per E-Mail von dir das E-Book zugeschickt. Also das finde ich ist auch eine schöne Idee. Gönn mir noch mal ein Schlückchen Tee und ja, es ist wirklich, ich finde es mega süß. Kannst jedes Jahr wieder verwenden. Du kannst auch übrigens den Stoff, das habe ich jetzt hier gemacht, doppelt nehmen, dann ist der ein bisschen dicker und dann ist der so ein richtig schön, siehst du das? Das ist so richtig schön bauschig und bleibt auch so richtig schön stehen. Da habe ich jetzt hier dieses Glas mit dem Salz genommen. Kannst du natürlich auch so große Päckchen packen, je nachdem, wie viel Platz du hast. Ja, und zu Hause würde ich das jetzt einfach so hier ein bisschen irgendwo auf der Anrichte schön dekorieren. Oder du kannst es auch in ein Körbchen geben, wenn du es jemandem verschenken möchtest. Finde ich es immer schön, das in so ein Körbchen zu geben. Je nachdem. Da sind ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Aber ich finde, das ist echt eine schöne und nachhaltige Möglichkeit auch, dass man nicht jedes Jahr wieder neuen Verpackungsmüll hat. Kann man das wunderbar machen. Das kann man auch wunderbar benutzen, um zum Beispiel Geschenke einzupacken. Also warum nicht? Es sieht mega süß aus. Ich finde es richtig cool und ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat, dass es dir Spaß gemacht hat. Wie gesagt, schau gerne mal unten in der Infobox. Vielleicht auch für dich selber, wenn du Rezeptideen brauchst. Da ist mein veganes E-Book. Und wenn dich mein neues Buch interessiert, Anfang nächsten Jahres kommt mein erstes richtiges Hardcover-Buch in die Buchläden. Wird ein Ratgeber sein zum Thema intuitive Ernährung, Achtsamkeit und diese ganzen schönen Sachen. Und da werden natürlich auch ein paar Rezepte mit drin sein.
da kannst du mir gerne bei Instagram folgen, weil da bist du immer gleich mit dabei und da gebe ich auch die Updates, ab wann es vorzubestellen sein wird. Es wird ab Ende des Jahres vorzubestellen sein, also da kannst du auch gerne mal vorbeischauen. Freue ich mich sehr. Ja, ich danke dir fürs Zuschauen. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ich mache regelmäßig Videos, auch jetzt in der Weihnachtszeit wird es ganz viele Food-Videos geben. Gibt es sowieso immer auf meinem Kanal, aber auch viele Rezepte, viele Food-Geschenke und sowas. Also da kommen noch ganz viele tolle Sachen und ich habe auch noch was in Richtung Adventskalender geplant. Also wenn dich das Thema interessiert, würde ich mich freuen, wenn du mir ein Abo da lässt und dann danke ich dir fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ciao, mach's gut.